Dampferblassen 3. Mit braucht für ihre Enterprise ein Wärmeverschubaggregat, aber sie hat Schwierigkeiten dabei, ihre Pläne umzusetzen. Ralf soll helfen, indem er ein Material auftreibt, das sowohl leicht als auch hitzeresistent ist. Hippokrates, habt ihr kurz Zeit? Für euch, Clive, immer. Diesmal ist es eher für Mit. Das hat sie mir gegeben. Schilde für einen Mithril-Antrieb. Mit überrascht mich immer aufs Neue. Und was steht hier noch am Rand geschrieben? Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Material. Es muss extremen Temperaturen aus dem Inneren standhalten, dabei außen kühl genug bleiben, um keinen Brand auszulösen, und es darf nicht so schwer sein, dass das Schiff sinkt. Wie ihr euch denken könnt, hat sie bislang noch nichts Entsprechendes gefunden. Ah ja. Wisst ihr vielleicht eine Lösung? Oder könnt ihr in euren Schriften nach etwas suchen? Vielleicht braucht sie kein neues Material, sondern einen neuen Ansatz. Was soll das heißen? Seht euch den See an, auf dem wir leben. Die Fäule im Wasser zersetzt sowohl Holz als auch Stahl weitaus schneller, als die Natur es eigentlich täte. Und doch haben wir uns aus eben diesen Materialien unser Zuhause geschaffen. Das stimmt. Aber Bardolf muss jedes Brett zweimal lackieren, damit es nicht fault. Und Obolus beschwert sich, dass ohne ausreichend... Oh, Pech. Verstehe. In alten gregorischen Schriften findet sich die Erwähnung von Mondtau. Diese Tinktur soll sogar den heißesten Flammen standhalten können. Bevor den Dragoons die Zähmung von Drachen gelang, ließen Burgherren ihre Mauern mit Mondtau bestreichen, um sie vor Feuer zu schützen. Hätten wir also diese Tinktur, dann könnte Mit ein Material damit präparieren und es so für ihre Zwecke nutzbar machen. Wie und worauf sie es auftragen sollte, da wissen Bardolf und Obolus vielleicht mehr. Ich rede mit ihnen. Ihr kümmert euch in der Zwischenzeit um den Rest. Schließlich muss jemand die Zutaten für den Mondtau besorgen. Und wenn ihr damit fertig seid, berichte ich euch, was unsere beiden Freunde zu sagen hatten. Die Weisheit der Vergangenheit bleibt auch in der Gegenwart wertvoll. Danke, Hippokrates. Und wenn ihr andere um Hilfe bittet, sollte ich das auch. Und wir sollen euch dabei helfen. Genau. Ich versuche, die Zutaten aufzutreiben. Kommt jemand mit und hilft mir beim Suchen? Währenddessen könnte ich Hilfe gebrauchen, um mehr über die Anwendung herauszufinden. Seid ihr dabei? Immer. Gut, ich habe auch Zeit. Danke. Sicherlich könnten mir sowohl Jill als auch Taya bei den Nachforschungen assistieren. Entscheidet also selbst, wer von beiden euch begleiten soll, Clive. Und, Clive, habt ihr euch entschieden? Wer begleitet euch bei eurer Suche? Jill geht mit. Ich hätte auch sehr gerne Taya mitgenommen. Also, was sollen wir finden? Ich habe bereits eine Liste vorbereitet. Hier. Weiße Chocobo-Eier? Peppio-Nüsse? Ist das auch die richtige Liste? Die Sachen klingen alle so genießbar. Ich hätte gedacht, die Zutaten wären ausgefallener. Auch wenn sie alltäglich klingen mögen, besitzen diese Dinge längst vergessene Kräfte. Einst war die Nachfrage nach ihnen groß. Und zwar so groß, dass sie beinahe ausgerottet wurden, weshalb Mondtau in Vergessenheit geriet. Versucht es auf dem Markt in Nordstedt. Mittlerweile sind die Zutaten wieder weit verbreitet. Zum Markt also. Ich wollte dort ohnehin etwas kaufen. Ich gehe schon mal vor. Treffen wir uns da. Ist gut. Bis dann. Genießt die Zweisamkeit.
Ihr auch, Taya. Ich bin mir nicht sicher. Schon was Schönes gefunden? Ach, ich sehe mich nur um. Aber was wir besorgen sollen, dürfte hier zu finden sein. Teilen wir die Liste auf. Jeder sucht ein paar Zutaten. Ist gut. Welche soll ich holen? Kümmere du dich darum die Pepio-Nüsse. Und um den Knoblauch. Ich übernehme den Rest. Und dann treffen wir uns später am Tor. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir Pepio-Nüsse und Knoblauch bekommen können. Und wie wir dabei abgezogen werden wahrscheinlich. Viel haben wir nicht, aber sieh ruhig selbst. So, bitte. Du bist in Kielbrück immer willkommen. Okay, den Knoblauch hätten wir. Dann holen wir uns mal die Pepio-Nüsse. Was willst du denn? Und? Endlich Ruhe. Meinen Teil habe ich. Ob Jill auch so weit ist? Der lieber Verkäufer. Ganz, ganz lieber Mensch. Hallo Jill. Hast du alles bekommen? Hab ich. Hier. Knoblauch und Pepio-Nüsse. Prima. Jetzt muss Harpokrates aus all dem nur noch das Wundermittel brauen, das Mits Schiff davor bewahrt, Feuer zu fangen. Gehen wir noch ein paar Schritte, wo wir schon mal hier sind? Gerne doch. Danke für den kleinen Ausflug heute. Mal was anderes. Das stimmt. Es ist schön, ausnahmsweise mal nicht kämpfen zu müssen. Mit dir hier zu sein, erinnert mich an unsere Kindheit. Weißt du noch? Damals auf der Marktstraße in Rosalit? Wie viel Spaß wir dort immer hatten? Nicht nur wir. Torgal war immer dabei. Und sobald er Würstchen gerochen hat, ist er ausgerissen. Und wir hinterher, quer durch die Stände. Jetzt könnten wir dich nicht mehr einholen, nicht wahr? Wolltest du nicht auch etwas für dich selbst hier kaufen? Wollte ich, ja. Mehr oder weniger. Molly aus der Küche meinte, dass es hier einen Stand mit köstlichen Küchlein gibt. Ich dachte, wir könnten uns eins teilen. Essen? Klingt gut. Und ich habe Brot gekauft. Große weiße Laibe, wie es beim Bäcker in Rosalit gab. Was sagst du? Ich dachte, wir könnten etwas Suppe dazu essen, aber dann habe ich vom Schinken gekostet, den der Fleischer hier verkauft. Oh. Alles in Ordnung? Sicher. Weißt du, es stimmt. Ich fühle mich hier auch wieder wie damals als Kind. Clive. Ist es falsch, das so zu genießen? Nein, Jill. So sollte das Leben sein. Und so wird es auch sein, wenn wir es geschafft haben. Wenn wir endlich frei sind. Das hoffe ich. Danke, Clive. Gut. Wir sollten langsam aufbrechen. Ich bringe die Zutaten gleich zu Harpokrates und Taya. Wir sehen uns im Versteck. Gib acht. Mach ich. Du auch. Wie geht es mit der Recherche voran, Harpokrates? Gut. Sehr gut sogar. Vielen Dank, dass ihr dafür den Einkauf erledigt habt. Ich habe Taya schon alles erklärt. Alles Weitere überlassen wir am besten ihr. Die Zutaten haben wir ja nun. Bleibt nur noch das Brauen. Das übernehme ich. Beim Herstellen mysteriöser Gebräue macht mir keiner was vor. Das glaube ich dir gern. Und was ist mit den Schilden selbst?
sind schon in Arbeit. Bardolf und Obolus kümmern sich darum. Sie meinten, es dauert nicht mehr lang. Danke. Euch allen. Gern geschehen. Jill, kommst du mit mir in die Krankenstube? Eine helfende Hand kann sicher nicht schaden. Natürlich. Ach, und Clive? Danke. Es war schön, einfach bei dir zu sein. Wie es scheint, ist unser Werk fast vollbracht. Schade. Ich habe die Abwechslung durchaus genossen. Sind die Schilde und der Mondtau fertig, muss die Tinktur nur noch aufgetragen werden. Allerdings muss danach ausgiebig geprüft werden, ob alles funktioniert. Vielleicht sollte jemand mit Bescheid geben. Das übernehme ich. Danke, Hippokrates. Gut. Dann sollte ich mit wohl Bescheid geben. Mit könnte Hilfe beim Aufbau. Tut mir leid, dass es gedauert hat, Mit. Dafür kann ich dir sagen, dass die Schilde in Arbeit sind. Ihr habt was gefunden? In gewisser Weise ja. Hippokrates wusste von einer hitzebeständigen Substanz. Die sollte den Schutz liefern, den das Schiff braucht. Der Schild wird jetzt unter seiner Aufsicht konstruiert und getestet. Perfekt. Ich wusste, du schaffst das. Aber nicht doch. Ich war nur der Laufbursche. Also dann, mal sehen, wie wir den ganzen Kram zusammengeschraubt kriegen. Auf zum blühenden Amboss! Ihr wollt, dass ich was mache? Ich schmiede Schwerter und Schilde. Nicht irgendwelche Wärme, was auch immer das war. Verschubaggregate. Sag ich doch. So oder so, hier baue ich den Kram nicht zusammen. Hier steht genug Zeug rum. Ich zieh nach draußen um. Mit, du holst uns die Teile oben vom Deck. Ich übernehme hier den Rest. Schon dabei. Und bring mir den größten Hammer, den du findest. Ich werde hier gleich ordentlich die Funken fliegen lassen. Fertig! Es ist endlich vollbracht! Ja, endlich. Ich glaube, mein verdammter Arm fällt gleich ab. Danke, Clive, Schledon. Ihr seid toll. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch dreimal. Wie bitte? Das war erst der Auftakt. Die Enterprise hat 4 Mithril-Antriebe. Und da brauchen wir natürlich für jeden ein Aggregat. Das heißt also... Keine Sorge. Den Prototypen haben wir ja abgehakt. Den Rest bauen meine Jungs in Canva. Die werden sich freuen.
Dann gehe ich mal und leg meinen Ellbogen auf Eis, wenn noch mehr Arbeit ansteht. Macht sie gefälligst selbst. Was hast du denn? Ich denk nur an die Zukunft. An den Tag, an dem die Enterprise endlich dem Horizont entgegensegelt. Auf der Suche nach einem Land ohne Fäule. Das war unser Plan für sie. Damit wir dann, wenn hier alles den Bach runtergeht und die Kontinente komplett schwarz werden, vielleicht doch eine Chance haben. Das war unsere Vision. Unser letztes Ass im Ärmel sollte sie sein. Aber jetzt, wo sie fast fertig ist, merke ich, dass ich mehr für sie will. Sie soll kein Rettungsboot sein, an das wir uns klammern, weil wir keine Wahl haben. Ich will... Die Leute sollen nicht auf ihr segeln, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. In einer Welt, in der wir nicht nur überleben, sondern unsere Leben leben. Ich arbeite daran. Ich will nämlich auch, dass dein Wunsch wahr wird. Das dachte ich mir fast. Pass auf, ich weiß, was ich mache. Sobald die Enterprise seetauglich ist, mache ich dich zum Kapitän. Du wirst das Richtige mit ihr tun. Bist du dir da ganz sicher? Irgendwas sagt mir, dass Paps das so gewollt hätte. Er wäre stolz auf dich. Du gehst jetzt zu seinem Grab, oder? Das wollte ich. Und jetzt, wo dein Projekt fertig ist, kannst du sicher auch mit. Klar. Ich muss nur eine kleine Sache erledigen. Bin gleich da. Also gut. Ich sag Otto, dass du mitkommst. Wir warten in der Messe auf dich. Aye, aye, Captain.